Mein Name ist Pero Desnica. Ich bin 40 Jahre alt und bin der Gründer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Ruff Cycles GmbH. Also die Liebe zu Fahrrädern hat schon sehr früh bei mir begonnen. Ich habe in den 80ern ein BMX bekommen, das war für mich heilig. Ich konnte alleine endlich zum Strand fahren, zu meiner Oma fahren, in die Schule fahren. Und dieses Gefühl habe ich heute immer noch, wenn ich mich auf ein Fahrrad setze. Ich habe in der Maschinenbaubranche gearbeitet und war wirklich kreativ nicht so ausgelastet und habe das Gefühl gehabt, ich muss eine coole Marke aufbauen, um mich kreativ auszutoben und vor allem meiner Leidenschaft nachzugehen, Fahrrad zu fahren und Fahrräder zu machen. Als wir 2012 gestartet sind, haben wir nur Fahrradrahmen und Komponenten für Stretch Cruiser und Lowrider und Beach Cruiser an sich gemacht. Die waren niedrig, die waren lang, aber natürlich die Geometrie war jetzt nicht so, dass man damit längere Strecken fahren konnte und vor allem bequem. Wir wollten anders sein als der Rest, wie unser Slogan schon sagt, sicker than your average. Versuchen wir, alles anders zu machen, als die Industrie es macht. Als wir es mal ausprobiert haben 2016 und in den ersten Prototyp für den Ruffian gebaut haben und ein Elektromotor eingebaut wurde, haben wir gesehen, dass es ein kompletter Gamechanger ist. Und seit dem ersten Auftritt auf der Messe von den Ruffian war das ein Erfolg für uns. Die Hip-Hop-Kultur spielt schon eine große Rolle bei uns. Wir sind Kinder der 90er. Wir wurden geprägt von Tupac, Dr. Dre, B.I.G., Missy Elliott. Die Hip-Hop-Kultur spiegelt sich in fast allen nieder, wieder, was wir machen. Angefangen über Namen der Bikes, der Firma, unseren Grafiken, unseren Klamotten, die wir rausbringen. Alles ist irgendwie verbunden, gekoppelt mit der Hip-Hop-Kultur. Freundschaft und Familie in der Arbeit, das geht absolut. Das ist zwar eine emotionale Beziehung, aber wenn man absolut klargestellt hat, wer welche Funktion hat und wenn sich alle daran halten, kann es eine wahnsinnig schöne Erfahrung sein und es kann funktionieren. Und man kann sehr viel Erfolg haben, wie man an Ruff Cycle sieht. It was all a dream.